Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls 1. Beim letzten Mal hat der Grim Reaper, aka ich, hier alle Dämonen weggefegt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo es jetzt lang geht. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist unser heutiger Plan. Dafür habe ich erstmal in die wunderschöne Lava und ich habe den Effekt-Sound noch nicht hochgeschraubt, weil... Ja, dieses Geräusch, was ihr gerade hört, was ihr gerade zum Glück relativ leise hört, ist unfucking fassbar nervig. Das könnt ihr mir glauben und das seht ihr auch, wenn ihr die vorletzte Folge guckt. Und hier gibt es mehrere Wurzeln, die irgendwie nach oben führen. Ich hoffe, ich kann die irgendwie mal alle abgehen. Ohne, dass ich dann irgendwann nicht mehr zurückkomme. Oh, okay. Einfach mal runtergehen, einfach mal gucken. Steht da nicht irgendwas? Da stehen diese... Ach nee, das ist eine Statue. Also das ist eine Statue. Du bist keine Statue. Du bist so ein Feuerviech. Und da hinten kam auch noch eins auf mich zu, aber das ist nicht schlimm. Das können wir wegmachen. Oder wir können einfach drum rumlaufen. Okay, können wir nicht. Da ist eine Wurzel. Ist hier noch eine Tür? Ich glaube... Wow, 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 shit. Fuck, nein. Fuck, lass doch. Hau doch auf. Oh mein Gott. Das ist aber jetzt nicht geplant gewesen. Egal, weiter geht's. Hat er sich gedreht? Verstanden nicht eben andersrum? Bin ich verrückt? Ein bisschen vielleicht. Aber das macht nichts. Egal. Drauf da! Auf die Feurios. Die können doch nichts. Ihr könnt doch nichts, Jungs. Lasst es einfach. Also wenn das wirklich jetzt das Schwierigste ist, was mir hier begegnet, dann mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich weiß, dass du keine Statue bist. Du sahst nämlich beweglich aus. Kennt ihr das in Animes oder so? Wenn so Felsen oder sowas gezeigt werden oder so Bäume oder so. Man sieht immer schon, was davon gleich kaputtgeschlagen wird. Beziehungsweise was davon beweglich ist und was nicht. Finde ich immer ganz lustig. Und ich frage mich, warum. Also einiges wird echt als solider Hintergrund gezeichnet und einiges irgendwie anders. Dass man das dann frei bewegen kann. Wahrscheinlich sind die einfach mit CGI dann gemacht. Und können dann leichter verschoben und bewegt werden. Guck mal, die zum Beispiel, der ist viel dunkler. Und, what the fuck? Ja, nee, das ist aber eine Statue. Der ist viel dunkler als die anderen. Item. Wusste ich, das einzig. Wusste ich. Und deswegen weiß ich, ist eine Statue. Kein Problem. Vielleicht ist das auch mit Absicht so, damit man sieht, ah ja, das ist dies und das ist dies, alles klar. Aber, what the fuck? Excuse moi. Ist eigentlich meine Hand wieder geil oder ist die immer noch kaputt? Die Feuerhand. Da muss ich ja ganz kurz gucken. Feuerhand. Ne, Fensterhand, die wollen wir nicht. Die hätten wir übrigens von Karth bekommen können. Ist die Robustheit 30-30, ja. Die ist cool noch. Was bist du denn für ein ekelhaftes Mistvieh? Frisst Feuer. Was bist du denn? Du bist ja ekelhaft. Wie so ein geldklauender Schleim aus hier Legend of Zelda. Diese, wo waren die? Die waren bei Ocarina of Time, ne? Diese, die einen so eingesaugt haben und einem nicht Leben geklaut haben, sondern Rubine. Nervige Drecksviecher. So sah es eben aus. Okay, hier geht's lang. Okay, was steht hier? Achtung vor dir, Feind. Ja, yeah, you don't say. Achtung über mir, Feind. Achtung links von mir, Feind. Achtung neben mir, Feind. Das sind überall Feinde. Statue. Da machen wir überhaupt keine Sorgen. Dass hier ein Mangel an Feinden besteht. Das... Würde mir nicht in Frage kommen. Ich mache mal hier. Kann ich ganz kurz? Lass sie mich ganz kurz in Ruhe. Mal kurz die Effekte wieder ein bisschen anmachen. Genau, damit man auch wieder was hört. Okay. Genau lang genug in Ruhe gelassen. Damit ich das hier machen kann. Guck mal, der hat den anderen geguckt. Der hat sich gefragt: Ey, warum bewegst du dich nicht, Mann? Warum bewegst du dich nicht? Da kommt der Typ, Mann. Beweg dich. Beweg dich, mach doch was. Hilfe! Hilf mir! Ah, ich hab mich getötet! Ah.
dann ist er gestorben. Ja, so war das. So war das mit den Dudes. Aber das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Dass die gestorben sind, das ist nicht schlimm. Die, das sind Dämonen, das ist okay. Nein! Ah, ich wollte doch da auf die Wurzel. Okay, ich muss da nochmal hoch. Da ist ein Item. Und ein Item kann ich nicht liegen lassen. Ich weiß nicht, was für ein Item, aber es sieht wichtig aus. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal hoch. Und ganzen Weg wieder hochlatschen, aber wenigstens sind die Gegner nicht wieder gespawnt. Das wär nervig. Aber hier ist auch kein Leuchtfeuer. Also wie sollen denn Gegner spawnen? Denk doch mal ein bisschen nach. Also wirklich. Akato, was laberst du denn vier für eine Schei? Hast du dich gerade bewegt? So. Okay. Ich höre es auf jeden Fall wieder schnaufen. Aber ich höre es hier immer schnaufen. Guckt euch das mal an. Das sieht doch echt geil aus eigentlich, oder? Hier ist so ein fetter Baum. Oder so. Feuerfester Baum. Ist das dieser, ist das einer von diesen Riesenbäumen, die wir auch in Ash Lake gesehen haben? Im Arschsee? Ist das einer von denen? Die scheinen nämlich hier alles zu verbinden irgendwie. Sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht wieder hoch. Sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht wieder hoch. Ich komme da jetzt nicht wieder hoch. Shit. Da muss ich irgendwie von hier... Ja, geilo! Dann muss ich den ganzen Weg nochmal gehen, oder was? Nein! Ah, oh, wie nervig. Ja, dass die Bäume, dass diese ganze Karte irgendwie verbinden, das ist auch so eine Theorie, die man mal aufstellen könnte. Aber die Frage ist natürlich, warum? Also was hat diese Bäume dazu bewegt, so riesig zu werden? Was ist die Lore dahinter? Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Das macht wahrscheinlich sehr viel Sinn. Nee, da unten will ich nicht hin. Jetzt kommt der mir schon entgegen. Geh doch weg. Ich will doch gar nichts von dir. Noch nicht. Noch reiße ich dir den Stein nicht von den Knochen. Falls du überhaupt Knochen hast, ich weiß noch nicht. Ich bin ja auch kein Experte. Nein, ich bin doch schon wieder hier. Was rum? Ich falle da jetzt nicht nochmal runter. Ich hole mir jetzt das Item. Und dann geht's weiter vorhin. Dann gehen jetzt aber richtig weiter. Das können wir aber glauben. Denn wir haben hier noch einige zu töten. Einige Leute. Okay, wo falle ich jetzt am besten runter, damit ich das Item kriege? Ganz vorsichtig. Vorsichtig nicht. Oh! Und was ist es? Wow, really? Dafür? Gott im Himmel. Ah, davon habe ich schon zwei. Der ist jetzt nicht so selten. Da hätte ich mir aber was Schöneres gewünscht. Ich habe den letzten Versuch übrigens weggeschnitten, obwohl ich dann wusste, wie es geht. Weil muss einfach nach hinten gehen, damit man nicht vorne fällt. Genius! Ich würde sagen, Genius! Sind die anderen Türen eigentlich auch noch begehbar? Kann ich hier noch... Nee, das nicht. Nope. Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir jetzt hier runter und stellen uns dem Dude, der da schon Bock hatte. Excuse me, sie sind ein bisschen hitzköpfig, habe ich das Gefühl. Ein bisschen hitzköpfig. Let's die. Übrigens hat einer meiner neuen Lieblings-YouTuber vor zwei Tagen ein Let's Play in Anführungszeichen über Salt and Sanctuary hochgeladen. Das fand ich extrem geil. Eins meiner Lieblingsspiele. Ja, ich finde es schon extrem geil. Dass so ein 2D Dark Souls ist. Nicht so wie Hollow Knight, weil Hollow Knight ist auch ein 2D Dark Souls. Ja, also das überhaupt keine. Okay, das ist auch ein bisschen. Ist ein Plattform, ist ein Metroidvania. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Oh nein! Fuck, shit, fuck, shit, shit, fuck! Was? Was? Why? Verzweiflung. Nee, nicht Verzweiflung. Ah, Verzweiflung. Okay. Das ist ja jetzt ein bisschen ungeil. Ja, okay, ich könnte hier runter. Dann würden die mich wahrscheinlich nicht fassen. Ja, what the frick? Warum bin ich denn jetzt hier? Was soll das denn? Hallo. Darkness, my old friend. Kommst du hier runter? Ih. Ich pull doch dein Zeug nicht. Entweder du kommst jetzt hier runter und kämpfst den Mann, oder du bleibst da oben und kämpfst wie... was auch immer du bist. Man kann hier... laufen. Kann man hier hochlaufen? Nope. Aber man kann hier langlaufen auf jeden Fall. Für ein bisschen. Für ein paar Münzen. Alter Schwede. Die Viecher sehen nicht gut aus. Ich glaube, hier kommt man auch hin,
wenn man die Quest mit, ja lol, das hat ja gar nichts gebracht. Wenn man die Quest mit Siegward richtig macht, dann muss man den hier auch irgendwie beschützen. Aber offensichtlich, habe ich die nicht richtig gemacht. Was mich nicht wundert, weil ich habe die noch nie gemacht. Woher soll ich das also wissen? Friss Feuer! Burn! Burn! To death and beyond! Ich fackel die Viecher jetzt einfach ab von hier oben, da kann ich nichts. Also ganz ehrlich. Mann, ich will euch abfackeln! Stirb doch! Geil. Das kann man auch extrem aus dem Kontext reißen. Was nicht schön wäre. Zwei Feuerkugeln habe ich noch in der Tasche. Die sollte man, glaube ich, keine Drop Attack machen. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich irgendwie noch Wurfmesser oder so? Komm, ich habe doch noch bestimmt so Wurfkram, was ich da auf den noch schmeißen kann. Ich glaube, die sprühen nämlich so ein blödes Gift, was meine Waffen kaputt macht. Weil das machen die unten alle. Die haben irgendwie alle einen Fetisch dafür. Waffen kaputt zu machen. So, hier, friss Dolche. Es dauert überhaupt nicht lange. Wird überhaupt super funktionieren. Komm, aber damit kann ich ihn auf jeden Fall töten. Mit den 5, die ich noch habe. Das reicht. Aha! You're dead! Ich wusste es. Ich wusste, dass ich das schaffe. Der Kollege, den treffe ich auch. Aha! Schade dir noch ein bisschen. Bevor ich runterkomme. Okay, das war daneben. Egal. Ja, Mist. Ja, das ist ja ungeil. Ist ja jetzt noch. Sind da noch mehr? Oder ist das jetzt alles? Ich werfe da jetzt einen Köderschädel hin. Damit der abgelenkt ist. Ich bin nämlich smarty smart. Und. Hopp! Denkst du dich davon ablenken? Ne, irgendwie nicht. Okay, let's do it. Let's fight! Nein! Alter, hier ist ja. Giftkacke. Ungeil, Freunde. Ungeil. Hashtag ungeil. In die Kommentare bitte. Ich brauche den Frosted Eisenring. Sonst ist hier ganz schnell, aber finito. Weil ich kann mich sonst nicht bewegen. Wo ist denn der? Hier. Roter Brocken. Okay, nehmen wir. Roter Brocken. Okay, nehmen wir. Seele des Ritters. Nehmen wir. Kommt noch so ein Vieh. Grüne Scherbe. Okay, nehmen wir. Geh doch weg! Geh doch weg! Ich habe übrigens mega die hohe Giftverteidigung mit der Rüstung, ne? Also die Rüstung ist ja mega krass. Muss ich einfach mal sagen. Crazy! Okay, ist hier noch was? Ne. Alles cool. Alles gesäubert, meine Freunde. Alles gesäubert. In der anderen Rüstung hätte ich hier jetzt mehr Probleme. Okay, jetzt kann ich entweder mich entscheiden, ob ich links runterfalle oder ob ich rechts runterfalle. Hier sieht es aus, als würde es da ganz runter gehen. Aber ganz runter. Vielleicht Labyrinth oder... Hashtag Falle irgendwo. Hashtag mega kein Bock drauf. Ich sag's dir, das ist Hashtag Falle. Das mit der Truhe ist aber sowas von Hashtag Falle. Ja, Mist. Kommen wir nicht raus. Wahrscheinlich. Ne, das ist keine unsichtbare Wand. Also auf jeden Fall können wir die Gegner hier unten nichts anhaben. Das kann ich schon mal. Würde ich schon mal so behaupten. Ich renne mal hier an der Wand lang, damit ich nicht irgendwo runterfalle. Okay. Nee, Mick. Keine Mimik, okay. Und hier gibt es zum Glück noch keine Fallen. Rote Scholle! Oh, shit! Damit können wir eine Feuerwaffe auf plus 15 upgraden. Ich habe mir übrigens mal angeguckt, die Lifehunt Skies, die ich überlegt hatte, mir zu machen, mit der Seele von Priscilla. Wofür wir erstens mal Priscilla töten müssten. Welches Arschloch macht das denn? Werde ich mir nicht machen, weil die macht zwar 50 Bleed-Schaden auf Gegner, aber die macht auch pro Schlag 40 Bleed-Schaden auf mich. Also wäre das schon... kontraproduktiv. Kann ich jetzt hier irgendwo safe runterfallen oder ist jetzt hier irgendwas anderes am Abgehen? Da geht's wahrscheinlich lang, deswegen gehe ich erstmal da lang. Okay, da ist die Wurzel, auf der ich vorhin lang gegangen bin. Komme ich da vorbei an der Seite. Und ja, ich komme. Aber hier ist nichts weiter. Doch, hier geht's hoch. Hier geht es hoch, meine Freunde. Oh shit. Erstmal ein Trinken. Darauf ein Sunny D. Oh, guck mal, wer da ist. Mr. Bobby McFeigling.
Ein roter Brocken. Da gibt es echt viele rote Brocken. Also die wollen tatsächlich, dass ich mir eine Feuerwaffe mache, anscheinend. Nochmal ein roter Brocken. Hier kann man also rote Brocken farmen, Leute. Hier kann man rote Brocken farmen. Falls ihr mal rote Brocken braucht, hier seid ihr richtig. Okay. Dann wär's das aber auch mit dem Kollegen. Dann gehen wir mal weiter. Wir bringen auch nicht so viele Seelen. 1000 Seelen ist jetzt so semi. Und worauf ich hinaus wollte, bevor ich hier so runtergeworfen wurde. Ja, wie gesagt, einer meiner Lieblings-YouTuber, IndieMaus, hat ein Let's Play zu dem guten alten Salt and Sanctuary gemacht. Was ganz, ganz fantastisch war. Wo ich eigentlich erst drunter schreiben wollte, well, this took you a long time. Aber es dann nicht gemacht habe. Ich mir dachte, sei nicht so gemein. Arschloch. Ja. Salt and Sanctuary ist ja schon eine Weile draußen. Und ich habe auch ein Let's Play dazu gemacht. Aber eins, was nicht so geil ist wie seins, muss man sagen. Weil seins ist halt nur... Also für alle, die IndieMaus nicht kennen und seine Content, der auch übrigens viel zu wenig Aufrufe hat, muss man sagen. Da hinten war gar kein Item, ne? Das hat so geglitzert. Dachte da, er hat dann... Ist nicht. Der schneidet halt seine Video übelst zusammen. Also der hat aus Salt and Sanctuary... Was irgendwie ein, weiß nicht, mindestens 5 Stunden Spiel ist, also was schon relativ lang geht für ein Indie-Spiel, hat er ein Video von einer halben Stunde, wenn überhaupt, geschnitten. Was ich schon ganz geil finde. Also auch Nier Automata hat er irgendwie das ganze Spiel in einer Stunde zusammengeschnitten. Das finde ich immer extrem geil. Und da hinten ist ein Titanite-Demon, den finde ich immer extrem ungeil. Aber das macht nichts. Ich habe ja meine Skies. Und ich rüste mal. Ach komm, rüsten wir mal. Was rüsten wir denn mal aus? Machen wir mal hier Feuer. Den Feuerplattenring. Ich glaube, das macht Feuer, das Vieh. Ja, okay, hier ist nichts. Gut. Dann, Mr. Titanite Demon. Bring it, Britney! Show me what you got. Titanite Boy. Kannst du nix? Du kannst doch nix! Aber du kannst ein bisschen was. Und nicht viel. Guck dir an, was ich kann! Ich kann mehr als du. Aber das ist auch nicht schwer, weil du ein Noob bist. Aua. Okay, fair and square. Fair and square, buddy. Aber ich heile mich, im Gegensatz zu dir. Weil ich kann. Nee, den Spießer kannst du mal zu Hause lassen. Aua, das hat mir getan. Ich glaube, ich muss mein Schild oben lassen, sonst habe ich da ein Problem. Kann auch pieksen. Ich habe zu wenig Äste, ist eindeutig. Nein, er macht ja wieder seinen Piekser. Ich muss vorsichtiger kämpfen. Schön easy bleiben. Nein, er macht seinen Schwanz. Oh, shit. Noch 2 Estes, mein Freund. Noch 2 Estes. 2 Estes und fast voller Titanite-Demon. Das sind keine guten Aussichten. Oh Gott. Nicht runterfallen. Runterfallen wäre ganz schlecht. Alter, der haut mir hier mein Schild die ganze Zeit weg. Was soll das denn? Entschuldigung. Okay. Vielleicht sollte ich auch einfach wieder zurückgehen. Vor allem ist es hier gekommen. Ja, ich gehe wieder zurück. Tschüss. Shit. No. Nixi bitte schießen. Bitte. Aber ich mache den auf jeden Fall. Also da besteht überhaupt kein Zweifel. Aber ich mache den vielleicht auch mit dem Silver Knight Speer. Weil der ist halt schneller. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich mache den mit dem Silver Knight Speer. Das müsste klappen. Ach, shit. Da muss ich ja nochmal komplett zurück. Ja, Misty Mist. Egal. Das geht auch schnell.